und raus mit der zweiten Pose. Und zack, auf der ersten ist auch sofort der Biss. Sehr gut. Ich bin gerade noch mal ein bisschen feiner und kleiner reingegangen, um zu gucken, was hier so geht an der Position hier an der Achthuber. Posenjupp hat mich angeschrieben und meinte, Alten, probier doch mal. Hier geht vielleicht auch noch der Caspi-Maifisch rein. Und den suche ich noch am besten als Trophy. Also, probieren. Und ich habe hier vorhin schon ein wenig getestet, die ersten paar Minuten. Dann kam die Nacht. Und in der Nacht ist dann hier immer Flaude. Und jetzt geht es nochmal wieder ran ans Posenangeln auf den Caspi-Maifisch. Hier ist das Ding. Tja, wäre mal nicht schlecht, den endlich abzuschließen. Normalerweise ein Fisch, der immer mal wieder ganz gut auch reingeht. Oha. Immer mal wieder ganz gut auch reingeht. Tatsächlich auf Frequenz. Und man muss bloß vielleicht einfach mal ein bisschen Geduld haben und das Ganze hier durchziehen. Und dann hat man vielleicht auch irgendwann den Caspi-Maifisch dran. Nicht gehakt. Irgendwas hat er gerade langsam gezogen und da zieht schon wieder was langsam runter. So, zweiter Versuch. Beim zweiten runterziehen muss ich es nochmal probieren. Der Fisch ist bestimmt noch dran. Jetzt auf der 1. Das ist es, ne? Das ist es. Es ist immer, also ich finde es immer wieder cool mit der Pose. Muss aber auch sagen, gerade für einen Stream immer mal wieder tricky, dass man sich dann, man muss sich halt immer drauf konzentrieren. Ne? Auch hier selbst bei den, beim Aufnehmen von Videos ist das halt immer so eine Sache. Wenn man sich da schön drauf konzentrieren kann, kann man auch durchaus mit 3 Routen gleichzeitig probieren, gar kein Problem. Dann hat man eben auch eine deutlich bessere Frequenz und man macht wahrscheinlich an so einem Spot auch nochmal ein bisschen mehr Kohle. Kohlemäßig lohnt sich Caspi-Maifisch und auch der Hering, wenn man da, wie gesagt, eine ganz gute Frequenz hat und vor allem, wenn die Größen dann stimmen, dann ist das gar nicht so schlecht. Ja, jetzt muss ich gerade noch ein bisschen suchen. Wir haben 9 Uhr morgens. Wo waren die? Zuletzt stand ich jetzt hier und hatte quasi direkt hier in diesem Schattenbereich, quasi so auf dieser Ebene, da war dann, waren die meisten Bisse und wir sind hier ganz unten am untersten Schniepi, am untersten Ende der Map. Man muss tatsächlich leider immer mit dem Boot hier hinfahren, es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann muss man die Chance aber auch nutzen, beziehungsweise da muss man es auch ausnutzen, wenn man hier ist. Deswegen werde ich jetzt hier auch ein bisschen länger verweilen. Und werde hier verschiedene Sachen nochmal testen. Neben dem Posenangeln werde ich vielleicht in der Nacht nochmal hier probieren. Auf ein bisschen dickere Brocken. Hier direkt in der Rinne. Also hier in dem Bereich oder vielleicht hier in dem Bereich. Dann werde ich es hier in dem Bereich auch nochmal probieren. Vielleicht auch nochmal in Richtung Rapfen. Auch das sind so Sachen, die hier immer mal wieder funktionieren. Oder vielleicht sogar auf Weißlachs. Auch durchaus nochmal eine Möglichkeit. Weißlachs möglicherweise geht er hier nochmal tatsächlich auch auf Kunstköder. Auch das nochmal testen. Also wenn man die Chance hat, hier hinzubrettern, dann auch ja, die Zeit dann wirklich ausnutzen. Ganz, ganz viel hier probieren in dieser Area, in verschiedenen Bereichen um diese Insel hier herum. Da gibt es immer mal wieder Beiträge, auch im Discord zu. Muss man allerdings ein bisschen suchen, weil ja, hier angeln wirklich nicht so viele. Aber wenn man hier was herkriegt oder wenn man hier Spots sieht, dann läuft das eigentlich auch immer wieder ganz gut. Zack, dann geht der nächste. Ich hatte gerade schon Marmorkarpfen sogar hier drauf. Alter, 114 Gramm. Das ist doch schon mal stattlich. Da lohnt es sich dann auch. Das ist kohlemäßig gar nicht so verkehrt. Da muss ich dann doch noch mal ein bisschen weiter durchtreiben lassen. Der war jetzt hier etwas weiter hinten. Quasi bei dem Baum erst. Bei dem Schatten. Also ruhig ein bisschen länger treiben lassen. Ich hatte sonst eigentlich nur hier so in diesem Bereich, ja, von hier quasi bis hier einfach nur treiben lassen. Ich lasse es jetzt einfach noch mal ein bisschen länger durchgehen. Und vielleicht, wenn das hier besser läuft, laufe ich auch gleich einfach ein paar Meter weiter links rüber und gut ist. Dann werfen wir die Stelle direkt an. Müssen wir jetzt natürlich gucken, ob das da läuft.
mit dem Caspi-Mai-Fisch. Tja, wäre man nicht so schlecht. Einer der Fische, die wirklich mal nötig wären als Trophy. Aber ansonsten, ich finde es lohnt auch einfach, ne? Gerade, also Sichling, ja, Sichling ist natürlich immer der Beifang, den man eigentlich nicht haben will. Den braucht man nicht, aber wenn man hier die Seelaube zum Beispiel hat, dann wie gesagt den Hering und den Maifisch, dann hat man schon drei Fische, die wirklich gut abgehen. Seelaube hatte ich bisher noch nicht. Vielleicht ist die ja auch noch hier an der Stelle. Gucken wir einfach mal. Zack, und dann geht wieder einer runter. Kurz vor Ende hier hinten erst. Und es ist wirklich ein Maifisch. Also, ich gehe noch mal ein bisschen weiter rüber. Werf jetzt mal hier vorne eher hin. Ah, der Riesenunterschied war es nicht. Und da ist auch noch was reingegangen. Im letzten Moment. Im letzten Moment geht die Pose runter. Vielleicht gehen wir doch noch mal hier hin. So. Und dann sind wir doch noch mal ein ganzes Stückchen weiter. Die nehmen wir auch noch mit. Ganz klassisch natürlich, wie auch in den letzten Videos hier. Ich war ja jetzt in letzter Zeit vermehrt hier mit den Matchrouten unterwegs. Schön den Bügel offen lassen. Ich habe jetzt hier ein relativ feines Komplett-Setup mit nur 4 Kilo Tragfähigkeit. Also jetzt gerade hier wieder mit Fluorocarbon komplett auf 4 Kilo. Kann manchmal ein bisschen brenzlig werden, gerade wenn hier solche Kandidaten reingehen. Erster Fisch hier direkt der Marmorkarpfen mit 1,5 Kilo. Kann, wie gesagt, da ein bisschen gefährlich werden. Aber das Risiko muss man einfach eingehen. Dafür, ja, hat man dann halt eher die Chance, vielleicht doch nochmal ein bisschen was Besonderes hier zu fangen. Wenn man eben, wie gesagt, hier fein reingeht. Ganz so groß, da geht natürlich dann auch tatsächlich die Frequenz direkt runter. Tja, kommt hier irgendwann noch die Trophy oder nicht? Ich glaube, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Kann gut sein, dass jetzt in der Mittagszeit ein bisschen Flaute eher ist. Dass da nicht ganz so viel geht und dass es dann in den Abendstunden nochmal wieder ein bisschen mehr abgeht. Auch nicht schlecht, nehme ich auch alles gerne mit. Alle Kandidaten, die es hier gibt. Und ich glaube, ich teste jetzt hier einfach nochmal ein bisschen, ziehe nochmal ein bisschen weiter durch und schmeiß auch jetzt dann nochmal ein bisschen die dritte mit rein, mit drei Posen hier auf den Maifisch. Und da zuppelt's. So muss das sein. Natürlich auf dreien gleichzeitig wieder. Auf tatsächlich allen dreien gleichzeitig. Und auf allen dreien auch noch bis. Das ist natürlich die absolute Katastrophe. Auf allen drei Routen gleichzeitig. Naja, andererseits ist es natürlich nicht schlecht. 120er Maifisch war auch mit dabei. Sehr schön. Ja, so soll das natürlich sein. So sollen die Brocken hier reingehen. Ei, ei, ei. Und so muss das dann auch eigentlich gehen. Wobei es, wie gesagt, von der Frequenz her ruhig noch ein bisschen höher sein könnte. Man kann sich hier natürlich auch mit der Stippe hinstellen, gerade mit diesem leichten, feinen Setup. Gar nicht so schlecht. Aber ich finde es einfach praktischer hier. Mit der Matchroute, erstmal ist der Anschlag deutlich leichter. Ich kurbel einfach nur auf Tempo 50 mit Shift gedrückt einfach schnell ein. Also deutlich leichter mit dem Anschlag. Und zum anderen kann ich dann eben hier, so wie jetzt gerade, einen Fisch einfach auch mal ein bisschen drillen oder müde drillen. Je nachdem, was da eben reingeht. Ja, guck mal hier, Kilo Döbel geht dann natürlich auch auf feinem Setup problemlos. Und dann hat man eben nicht diese Kämpferei hier mit der Stippe oder dass einem was abreißt. Wäre natürlich auch ärgerlich. Also Bolognese-Route, Match-Route, irgendwas Kleines. Wie gesagt, hier komplett gerade mit 4 Kilo unterwegs. 18er Haken hier gerade nur. Und dann gib ihm. So ist das Setup gerade aufgebaut. Zack, da geht es auch schon wieder runter. Und da haben wir den nächsten dran. Ja, also so und so ähnlich kann es laufen. Da hinten geht die nächste runter. Komm, 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 komm. Zu spät. Na, wo ist er? Der Siegling. Direkt wieder raus damit. Und dann läuft das jetzt am besten so, dass so schön immer einer nach dem anderen den Biss produziert. So ist das am Anfang. Jetzt hier die drei, genau. Jetzt geht die gerade runter. Danach ist dann die zwei dran. Sehr schön. Das siehst du, da zuppelt es auch schon an der zwei. Sehr gut. Und dann treiben die jetzt hier schön nacheinander durch. Und man kann sie einen nach dem anderen rausziehen. Das wäre natürlich ideal hier. So, daher auch so wichtig, dass man hier unterschiedliche Farben hat an den Posen.
Ich habe mir immer fest eingestellt, also bei mir ist immer die gelbe auf der 1, die rote auf der 2 und die blaue auf der 3. Das ist einfach fest verankert schon sozusagen. Dementsprechend kann ich dann einfach blind auch draufklicken. Trotz allem passieren da immer noch Fehler, gerade wenn die so durcheinander stehen, dass man dann doch mal, so wie jetzt gerade, die 1 oder die 3 drückt. Oder dass sich dann da irgendwie ein bisschen vertut. Wieder der Maifisch, 62 Gramm, sehr gut. Mehr davon. Also bei mir tatsächlich ein bisschen weiter links. Bisschen weiter links rüber. Nicht auf... Alter, Rotauge. Nicht auf 142, sondern vielleicht eher auf 143. Wenn nicht sogar 144. Genau. Posenjupp hatte geschrieben hier 142, 23. Ein Meter tiefer da geschrieben, 8 Meter Stippe, ca. 70% ausgeworfen. Also das ist doch schon mal ganz gut, so als Anhalt für alle, die hier mit der Pose unterwegs sind. Aber ich glaube, von der Entfernung hier, wenn man jetzt gerade so wie ich mit der Match unterwegs ist oder mit der Bolo, dann könnte das ungefähr passen. 8 Meter, 70% raus, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter raus. Aber bisher klappt es schon ganz gut und da vorne kommt der nächste. Und ich werde einfach noch mal ein bisschen weiter testen hier, ob hier nicht gleich zufällig dann doch nochmal endlich der Caspi-Maifisch als Trophy reingeht. Also, Petri Lümmels, viel Spaß hier beim Caspi-Fischen und toi toi, dass da bei euch was passiert. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder meinem Livestream auf Twitch oder auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer auf Twitch und die anderen Tage immer auf YouTube live, 19 Uhr, Petri.